Hallo und herzlich willkommen beim Wedemarcast, wie immer mit mir, David Günther. Heute mal mit einem etwas anderen Thema. Und zwar geht es um die Diskussionskultur in unseren Facebook-Gruppen. Genau. Da geht es jetzt nur um eine Facebook-Gruppe und ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, wie die heißt. Es war definitiv eine von den Wedemerker Facebook-Gruppen, aber die heißen ja alle so ähnlich. Und es geht gar nicht darum, eine Gruppe jetzt irgendwie speziell als Beispiel zu nehmen, weil ich glaube, das kann in jeder Gruppe passieren, beziehungsweise ich bin mir sogar 100% sicher, dass das in jeder Gruppe passieren kann. Und es passiert ja auch schon zum Beispiel in den Kommentarspalten der Tagesschau oder jedes anderen beliebigen Magazins oder Nachrichtenseite. Wovon ich hier rede, ist sozusagen Hate Speech oder dass eben man sich gegenseitig hochschaukelt, sage ich mal. Und das ist mir jetzt auch passiert. Und zwar war folgende Situation. Ich hatte gefragt wegen der Demo gegen Rechtsextremismus am, wann waren die? 9. März, glaube ich. Der eine Sonntag, ihr wisst schon. Ach nee, am 17. war die, ne? Genau. 17. ist auch egal. Neulich die halt. Genau. Da hatte ich halt. Warte mal. 25. 4. 3. 2. 1. 0. 19. 18. 17. Jawohl. Herzlich willkommen beim Wedemarcast. Wie immer mit mir, David Günther. Heute haben wir mal ein bisschen ein anderes Thema. Das Thema heute heißt Hate Speech. Ihr kennt das, es passiert auf sämtlichen Nachrichtenseiten in Instagram, auf Facebook, wo ihr möchtet, dass eben Leute, ja, Sachen schreiben, wo man so denkt, so, what? In kleiner Form passiert das auch in den Wedemark-Facebook-Gruppen. Ich hatte in diesem Fall nur bei einer reingeschrieben, aber es geht sowieso nicht darum, eine Gruppe jetzt irgendwie bloßzustellen und zu sagen, ja, da sind die ganzen Hater. Nö, weil die Hater, die sind in allen Gruppen. Und wie gesagt, auch das ist auch kein Wedemerker-Phänomen. Das Phänomen, das fing, glaube ich, sogar eher an in den Kommentarspalten der Tagesschau zum Beispiel, oder wie gesagt, auf Newsseiten, auf Themenseiten, etc. etc. Genau. Bei der Tagesschau etc., da sind sogar auch ganz viele Trollprofile unterwegs, also Profile, wo gar keine echten Menschen drunter stehen, sondern das sind dann irgendwie Profile, wo einer KI, einer künstlichen Intelligenz gesagt wird, hier, halt mal Ausschau nach diversen Beiträgen. Und schreibt da mal einfach das und das rein, um die Leute zu provozieren. Das können wir hier, denke ich, ausschließen. Das waren hier schon alles echte Menschen. Aber ich wollte euch das trotzdem mal zeigen, dass auch in der schönen, heilen Wedemark doch nicht immer alles so ganz rosig ist. Was jetzt nicht heißen soll, überall sind Hater, sondern es ist einfach mal ein Beispiel. Genau. Folgendes war passiert. Wir hatten ja die Demo gegen Rechtsextremismus am 17.03. Und da wollte ich eigentlich auch hin. Ich bin dann leider krank geworden, aber ich bin ja nun Blind- und Rollstuhlfahrer und dachte, es wäre wieder mehr so ein Spaziergang und hatte also reingeschrieben in eine Wedemerker Facebook-Gruppe: Hey, ich blind, blöd, Rollstuhlfahrer, wird halt auch gern da mitmachen. Ich habe aber keinen, der mit mir da so hinfahren kann. Hinkommen tue ich selber, aber könnte mich vor Ort jemand mitnehmen? Ja, genau. Eine Person hat mir wirklich eine ernsthafte Antwort geschrieben und gesagt, ja, kann ich machen. Und der Rest der Kommentare, der sah so aus. Ich nenne jetzt natürlich keinen Namen. Der Erste, der allerdings geschrieben hat, ich glaube, der ist sogar auch in der AfD drin.
Aber wie gesagt, ich nenne jetzt keine Namen. So, da stand Folgendes: Hallo Dave. Das ist ja schon mal eine Beleidigung. Also, ne? Ja, gut. Aber da sehe ich mal drüber hinweg. Also, hallo Dave. Gegen was demonstrieren wir denn? Gegen die Gemeindeverwaltung, weil nichts für Behinderte getan wird? Oder weil die Gemeinde Straßen und... Ach so, oder weil die Gemeinde Straßen und Gehwege in ganz schlechtem Zustand sind? Oder weil jahrzehntelang nichts gegen Hochwasserschutz getan wurde? Oder gegen Kinderarmut oder gegen schlechten Renten oder gegen den Ukraine-Krieg oder den Völkermord der Israelis oder. Jetzt könnte ich natürlich den ganzen Kommentar auseinandernehmen und wir könnten uns über die verschiedenen Punkte unterhalten, aber darum geht es gar nicht. Sondern ich hatte ja einfach nur gefragt, kann mich jemand mitnehmen? Und diese Person stürzt sich hier auf diese Demo, dass diese Demo stattfindet, zumal er, ich weiß, dass er aus der rechten Ecke kommt, und versucht also die Diskussion auf ein komplett anderes Level zu ziehen und auch die eigentliche Demo ein bisschen lächerlich zu machen. Keine neue Taktik, wie gesagt, das passiert tagtäglich auf ganz anderen Seiten, aber okay. Person 2 schrieb: Nichts gegen Hochwasserschutz zu tun, ist doch genau richtig, oder? Zitat Ende. Diesen Kommentar habe ich nicht verstanden. Wieso ist denn nichts gegen Hochwasserschutz zu tun genau richtig? Also auch von der Trollseite verstehe ich ihn nicht so ganz. Was wird das? Deutschland soll es schlecht gehen, damit Rechtsextremisten eine Chance haben? Oder was wird das? Okay, Person 3. Zitat, ich muss immer Zitat davor sagen, ne? Es tut mir leid, aber ich glaube, ihr wisst, wo die Zitate angefangen haben, ne? Also, Person 3. Zitat: Am besten genau für das alles. Das bezieht sich auf den ersten Kommentar. Okay. Kann man, wie gesagt, wieder drüber streiten, aber auch diese Person versucht, die Demo für Demokratie ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Person 4. Zitat: Wo gibt es denn hier Rechtsextremismus? Zitat Ende. Und mein Magen knurrt. Aber egal. Naja. Ich vermute, du kommst auch so ein bisschen leicht aus der rechten Ecke. Ich will dir gar nicht unterstellen, dass du aus der ganz rechten Ecke kommst. Aber auch du versuchst so ein bisschen das eigentliche Thema runterzuspielen und so nach dem Motto: Wieso ist doch gar nichts passiert? Weil auf die Wedemark betrachtet, stimmt das sogar. Aber ihr wisst, es gab dieses Treffen der AfD in Brandenburg, wo über die sogenannte Remigration geredet wurde. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, dass einfach, ja, Migranten im großen Stil abgeschoben werden soll. Auch welche, die einen deutschen Pass haben. Und da wurde auch, glaube ich, so ein ganz bisschen schon weitergedacht, dass da auch einfach alle Menschen abgeschoben werden sollen, die der AfD nicht in ihr Weltbild passen. Und die AfD, die haben wir ja nun auch in der Wedemark. Aber eigentlich geht es hier auch nicht mal um die AfD, sondern es geht eigentlich um die Personen, die hier unter meinem Beitrag kommentiert haben. Vielleicht ist sie sogar noch online. Ich weiß den Namen der genauen Gruppe gar nicht mehr, weil die alle so ähnlich heißen. Irgendwie Wedemarker für Wedemarker und die Wedemark-Gruppe und die heißen alle so ähnlich. Ich kann mir das nicht merken. Aber vielleicht findet ihr das ja sogar noch irgendwie. Genau. Person 5 sind wir angekommen, ne? So. Genau, der spricht mich direkt an und schreibt, Zitat: Wo sind Rechtsextremisten? Ich sehe immer nur Linksextremisten.
Das ist ein ganz typisches Argument von AfD-Supportern, dass sie sagen, wieso, die Linken sind doch viel schlimmer. Es gibt auch Linksextrem. Nochmal. Es gibt natürlich auch Linksextremismus. Und wir erinnern uns da zum Beispiel an, ich weiß gar nicht, wann war das denn so, 2016, 17, 18, keine Ahnung. Da war doch diese Riesengeschichte in Hamburg, wo ganze Geschäfte zerstört wurden, Schaufensterscheiben eingeworfen wurden und so weiter von Linksextremisten. Das ist natürlich auch nicht richtig und davon sollte man sich auch auf jeden Fall distanzieren. Und was links anstellen kann, das haben wir natürlich auch gesehen, zum Beispiel in Zeiten der DDR. Also, wenn es zum Kommunismus kommt, dann ist da natürlich auch immer die Gefahr von Unterdrückung. Ganz klar. Aber generell ist links eigentlich besser als rechts, weil links eigentlich versucht, wie soll ich sagen, allen eine, wie sagt man das? Ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber das driftet natürlich ab, wenn es in den Linksextremismus geht. Dasselbe gilt auch für rechts. Es gibt einfach nur rechts und Rechtsextremismus. Trotzdem würde ich jetzt bei mir für mich nicht sagen, dass rechts in irgendeiner Form gut ist, weil das meistens bedeutet, dass Leute ausgeschlossen werden in irgendeiner Form. Kann mit links, wie gesagt, auch passieren, wenn es eben zu stark nach links driftet. So, jetzt haben wir noch keine Musik mehr, ne? So. Person 6 schreibt, Zitat, und eigentlich ist das doch offensichtlich. Durch die schlechte aktuelle Politik. Oh, warte mal, das muss ich anders lesen. Und eigentlich ist das doch offensichtlich. Durch die schlechte aktuelle Politik ist die Demokratie gefährdet, da die AfD sonst zu viel Prozent bekommt. Ja, mein Lieber. Da hast du schon nicht Unrecht. Die jetzige Politik ist ja teilweise etwas, tja, wie sage ich das, kontraproduktiv in einigen Fällen. Aber ich will da jetzt gar nicht konkret drauf eingehen, weil ich hier keine politische Diskussion lostreten will. Aber ja, da hast du recht. Und durch die teilweise nicht gut gemachte Politik der Regierung kann die AfD Stimmen gewinnen. Aber auch nur, weil es genug Leichtgläubige gibt. Das ist im Prinzip nichts anderes damals als vor der NS-Zeit. Weil es genug Leichtgläubige gibt, die eben glauben, dass die AfD eine Lösung anbieten kann. Dabei ist das, was die AfD anbietet, eben keine Lösungen, sondern eigentlich nur leere Versprechungen. Weil sie eben einen Sündenbock sich nehmen, wie zum Beispiel eben die Migranten, und dann alles eben auf die abwälzen. Das funktionierte vor der NS-Zeit genauso. Guckt euch bitte mal alte Reden von den Altbekannten so an. Und dann werdet ihr merken, dass das genau dieselbe Strategie war. Denn gerade Ende der 20er, Anfang der 30er, war die Wirtschaft in Deutschland absolut am Boden. Ich weiß jetzt nicht mehr 100%, da müsste ich jetzt selber recherchieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wirtschaft damals ziemlich am Boden war. Und dann kam, ja, dieser braune Typ aus Braunau. Und die Wirtschaft wurde tatsächlich erstmal besser, was natürlich dann seine Position gestärkt hat. Erstmal. Warum da keiner interveniert hat oder warum Menschen so leichtgläubig sind, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Aber es ist so. Und ich bin aber sehr beruhigt, dass eben doch so viel zu den Demos gegen Rechtsextremismus kommen, weil das ja zeigt, dass wir doch heute etwas schlauer sind und dann doch noch in Erinnerung haben, auch wenn wir selber nicht dabei waren. Ich ja auch nicht. Ich bin viel zu jung, ich bin 91 geboren. Da war der Krieg lange vorbei, Gott sei Dank. Aber dass wir eben trotzdem verstanden haben, was aus sowas entstehen kann. So, Person Nummer 7. Diese Person wendet sich wieder an
den ersten Kommentator, der eben die ganzen vielen Vorschläge hatte, wofür man denn sonst demonstrieren sollte als gegen Rechtsextremismus. Zitat: Das Land der Mauler und Querulanten. Wenn dir das alles wichtig ist, organisier doch einfach eine Demo. Ja, du hast ihm schön Kontra gegeben. Sehr gut. Doch, doch, das passt schon. Genau. Das waren mal so ein paar Beispiele, die ich hier mal rausgepickt habe, die da eben geschrieben wurden unter meine einfache Frage, ob mich auf dieser Demo jemand mitnehmen könnte, weil ich eben blind und Rollstuhlfahrer bin. Eine einzige Person hat wirklich auf meine Frage geantwortet und mit mir geschrieben. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal. Das wollte ich euch mal zeigen. Genau. Und ja, was soll ich sagen? Ja, wie soll ich das sagen? Stellt euch weiter gegen Rechtsextremismus und lasst nicht nochmal sowas passieren wie in den 30ern und 40ern. Aber ich glaube, auch dieses Mal waren sehr, sehr viele Leute mit am Start und bei der nächsten Anti-Rechtsextremismus-Demo werde ich hoffentlich auch dabei sein. Genau. Ja, die letzten beiden Male hat es leider nicht geklappt. Bei der nächsten hoffe ich, dass ich dann dabei bin und dass wir dann auch ein bisschen schöneres Wetter noch haben. Das wäre ja auch mal gut. So, das war's für diesen Wedemarcast. Ich hoffe, ihr musstet ein bisschen schmunzeln. Und wie gesagt, das ist kein Wedemerker-Phänomen. Das Phänomen hast du überall. Und das ist natürlich in Zeiten des Internets, obwohl das Internet natürlich toll ist, nochmal viel mehr gestiegen, weil eben jeder bei allem schreiben kann. Ja, ist so. Was natürlich auf der einen Seite gut ist, aber dann passieren eben, dann kommen eben auch solche Kommentare. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch mal Kommentare, ob auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo an, unter Beiträgen der Tagesschau. Das ist teilweise gruselig. Und man denkt sich, mein Gott, wohin sind wir abgedriftet? Aber wie gesagt, das sind auch ganz, ganz viele Profile, die gar nicht echt sind. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr auch mal ins Interview wollt mit eurem Verein oder als Einzelperson oder und ihr habt irgendwas Cooles in der Wedemark oder drumrum, dann schreibt mir gerne. Zum Beispiel an dave.günther.music@gmail.com. Dave.günther mit ue.music@gmail.com. Oder meine Nummer ist die 0176 70 6363 27. 0176 70 6363 27. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.